fliegt mir auch alles nach unten hier. Wie üblich, wenn ich die Kamera anhabe. Irgendwie immer komisch, bin ein bisschen nervös denn. Ja, hallo ihr Lieben, erstmal willkommen auf dem Kanal von Enduro René. Und wie ihr seht, ich habe das Himiway mal wieder am Wickel. Denn ich habe ein bisschen Zubehör bekommen von der Firma Himiway. Beziehungsweise konnte mir da was aussuchen. Und habe mir ein paar Sachen bestellt, wo ich denke, das macht Sinn. Ja, und ich baue hier gerade jetzt ein Schloss an. Und sehe gerade, die Schraube passt nicht. Ja, brauchen wir eine andere. Naja, auf jeden Fall bekommt er von der Firma hier so ein Faltschloss. Ist allerdings ein bisschen kurz. Ich kann es ja mal auseinanderfalten. Schaut mal. Kann man hier so auseinanderwickeln. Könnte ein bisschen länger sein. Fürs Vorderrad reicht es, oder man kann es aber ums Hinterrad machen, aber ja, man könnte es jetzt auch woanders anschließen, aber seht, es ist, könnte ein Müh länger sein, aber gut. Das Fahrrad ist erstmal sicher verschlossen und das Teil ist klein, das ist wichtig und nicht zu schwer. Klar, wenn man einen höheren Sicherheitsstandard haben will, muss man natürlich in ein größeres Schloss investieren, was dann auch wieder schwerer ist. Ja, und das Teil kann man schön hier an die Aufnahme für eine Trinkflasche dran machen. Also ihr könnt hier auch eine Trinkflasche dran machen. Ich mache das Schloss hier dran. Beziehungsweise könnte man das Schloss auch mit diesen, hier sind so Klettteile dazu, könnte man auch hier dran machen. Würde auch gehen. Oder auch woanders. Jo, was haben wir denn noch gekriegt? Ach so, hier eine Tasche. Habe ich mir mal noch schicken lassen. Wollte ich mal testen. Ja, die funktioniert hier. Wartet mal. Guckt mal, die ist ähnlich gemacht wie so eine Ortlieb-Tasche oder so eine VD-Tasche. Habt ihr hier oben diese Schnapper, die kann man verstellen. Und wenn man hier zieht, geht es halt auf. Man kann das hier verstellen und man kann das hier auch verstellen. Ja, macht einen relativ guten Eindruck. Ja, und hier vorne hat, kann man sogar noch, könnte man jetzt noch auch eine Ausrüstung dran machen. Vielleicht, wenn man auf Tour geht, eine Isomatte würde ich jetzt hier dran machen. Ja, oder ja, was Leichtes, was nass werden darf auch. Hier außen wird es nass. Ansonsten, ja, wie gesagt, das ist hier so LKW-Plane. Ach, hier drinnen hat man auch, schaut mal, machen wir erstmal Licht an, damit ihr was seht. Hier drin ist auch eine kleine Tasche. Also wirklich ähnlich wie bei VD oder Ortlieb. Ja. Und passt auch sehr gut hier ran. Zack, wartet mal. Ja, so. Muss man denn unten natürlich auch noch anpassen, logisch. So, was haben wir denn noch bekommen? Machen wir erstmal Licht aus hier. Hier, ihr bekommt auch bei der Firma Himiway die Schläuche für die großen Räder, für die 26 Zoll Fatbike-Räder. Ja, kann man sich auch da bestellen. Habe ich mir mal einen mitschicken lassen, falls ich doch mal eine Panne habe. Ist nicht verkehrt, kommt gleich in die Tasche hier rein. Und, ah, das Wichtigste, genau. Also am coolsten und am sinnvollsten erscheint für mich hier der Korb hier vorne. Der ist wirklich super praktisch. Also, und auch qualitativ hochwertig gearbeitet. Kostet natürlich auch, ich glaube, 100 Euro, aber der macht für mich am meisten Sinn. Sieht auch richtig cool aus mit der Holzoptik hier drin. Das ist richtig Holz, ist nicht nur Optik. Ja. Sieht doch richtig gut aus. Hier vorne in den Korb kann man dann wunderbar zum Beispiel hier, also ich würde hier nur was Leichtes reinmachen, hier so ein Tarnnetz. Ja, wenn man jetzt Zelten fährt oder so und sich richtig schön tarnen will, nicht gesehen werden will, dann nimmt man das hier vorne mit. Oder halt auch ein Zelt, ein leichtes Zelt. Ich mache es dann immer so, ich habe jetzt hier noch das Gestänge mit drin. Ich würde das Gestänge hier rausnehmen und dann kann man schön das hier reinmachen, aber wir können es ja mal rausmachen. Dann kriegt man ein schönes Zelt, kann man schön hier reinquetschen. Guckt mal, wunderbar. Und das Gestänge würde ich dann hinten in der Tasche nehmen. Na, hier haben wir sie ja. Wartet mal, das können wir da alles mal machen. Zack, dass die Stänge passt, hier schön rein. Wunderbar. Und so ist das alles schön verstaut. Und ihr könnt schön auf Tour fahren. Seht ihr hier, kann man das Zelt dann schön hier reinquetschen. Noch ein Spanngurt hier drum und wunderbar. Ist das Zelt schon mal da? Man hat das gleich griffbereit und man kann es ganz schnell aufbauen. Wisst ihr, dieses Jahr scheint der Sommer ein bisschen feuchter zu sein. Und da macht es Sinn, wenn man das Zelt schnell zur Hand hat. Und
wenn man in den Regen kommt, dass man schnell aufbauen kann. Also wirklich, der Korb ist absolut super. Macht auch wirklich einen hochwertigen Eindruck. Ja, okay. Was war denn noch? Das war es jetzt, oder? Nicht, dass ich was vergessen habe. Dann kriege ich Schimpfe von Firma Hemiway. Ja, guck mal. Ich zeige euch nochmal das Display hier. Also hier habt ihr die Bedieneinheit. Das ist hier die Bedieneinheit von Hemiway. Die müsst ihr euch jetzt mal wegdenken hier. Ja, und hier schaltet er ein. Zack. Und dann habt ihr erstmal das Menü hier. Hier stehen die Gesamtkilometer. Und über den I-Punkt, hier I, könnt ihr hin und her stellen. Das ist der Trip. Den könnt ihr dann zurücksetzen. Ride Time, also die Fahrzeit. Ja, und wieder Trip. Ach, hier Maximal Speed wird er auch noch anzeigen. Haben wir jetzt nichts. Durchschnittsgeschwindigkeit wird er noch anzeigen. Haben wir auch nichts. Ja, dann sind wir wieder hier. Ja, dann könnt ihr, wenn ihr Plus und Minus drückt, kommt er noch in so ein Untermenü. Hier könnt ihr jetzt alles mit resetten. Da müsst ihr dann Y drücken und wieder I drücken. Bisschen länger, dann macht er, müsst ihr theoretisch jetzt hier den Trip hat er jetzt auf 0 gemacht. Genau. Die anderen Daten auch, die waren ja schon auf 0. Das macht er dann alles auf 0 hier. Maximalspeed und so weiter. Ja, wartet mal. Wir können, wenn er jetzt zweimal hier drauf drückt, auf Plus und Minus. Zuerst kommt dann dieses Menü. Wartet mal, da war da auch noch was. Achso, das hat man ja eben. Ja, wenn er auf I drückt, könnt ihr hier nochmal weitermachen. Was da das? Achso, hier könnt ihr die Helligkeit vom Display mit einstellen. Und hier bei U2 könnt ihr einstellen, Kilometer die Stunde oder Meilen pro Stunde. Dann müsst ihr dann, wie gesagt, hier Plus und Minus drücken. Guck mal, jetzt zeigt er Meilen an. Wir wollen natürlich Kilometer die Stunde. Machen wir wieder zurück. So, jetzt sind wir wieder raus aus dem Menü. Ja, jetzt gehen wir nochmal rein. Plus und Minus drücken gleichzeitig. Und wenn er das jetzt nochmal drückt, kommt dann noch ein anderes Untermenü. Seht ihr hier, P6 zeigt er an. Und dann könnt ihr hier so einen Geheimcode eingeben. Und zwar, wartet mal, 5, 1, 0. Weiter drücken, seht ihr, hier könnt ihr jetzt Volt einstellen. Und zwar könnt ihr hier einstellen, wie die wartet mal, wie die Batterie denn ist. Wie die Balken denn wegfallen, das könnt ihr hier einstellen. Müsst ihr aber auf I drücken, seht ihr, der unterste Punkt ist 41 Volt. Das könnte man sich jetzt alles vorstellen. Aber ich lasse es so. Also da könnt ihr jeden Balken einstellen. Wartet mal, wir machen mal den nächsten. Ach ne, jetzt macht er schon was, 41,1. Seht ihr hier, Volumen 2, der zweite Balken könnt ihr einstellen, 3, 4 und 5. Ja, aber ich lasse es so. Ich gehe mal wieder raus hier. Müsst ihr I drücken, ein bisschen länger. Ja, und dann kann man hier noch weitere Daten einstellen. Was jetzt alles genau bedeutet, weiß ich jetzt auch nicht. Ja. Pass, was war das? Ja, keine Ahnung. Auf jeden Fall, wenn ihr hier reingehen wollt, müsst ihr mal I drücken. Wir machen mal noch weiter. 5. Was war das? SPS. Keine Ahnung. HND ist hier der Griff, den könnt ihr auch ausschalten, denn indem ihr wieder hier, wie gesagt, wenn ihr reingehen wollt, hier immer I drücken. Und dann müsst ihr dann, steht jetzt auf Ja, müsst ihr dann auf Nein stellen. Können wir ja so machen. Dann testen wir gleich mal, ob der noch geht. So, wieder länger I drücken, dann kommt er wieder raus. Machen wir mal weiter. Was kommt jetzt noch? Ja, keine Ahnung, was das hier ist. Wir gehen wieder zurück. PS. Ah, hier kommt man noch ein anderes Untermenü, aber da habe ich den Code jetzt nicht. Keine Ahnung. Gehen wir mal wieder raus. Ja, und das war's. Ja, für uns, ich denke, für die meisten wäre die Volt-Anzeige hier wichtig. Und die anderen Dinge. Ach so, hier kann man noch einstellen, wie viele Unterstützungsstufen man hat. Genau. 0 bis 5 habe ich jetzt. Könnte man jetzt auch 1 bis 5 machen, 0 bis 7, 1 bis 7, 0 bis 9. Ja, ich lasse es bei 0 bis 5. Ja, und ansonsten das Fahrrad, mit dem bin ich hier sehr zufrieden. Wenn er wirklich ein stabiles Fahrrad sucht, ist das ist bis jetzt hier das Stabilste. Wenn ihr einen schweren Wohnwagen habt, würde ich euch das Fahrrad empfehlen. Ihr seht ja hier,
richtig dicke Wandungen hier hinten. Und hier kommen ja als erstes die Kräfte vom Wohnwagen ab, die Stöße kommen ja an. Egal, wo er die Deichsel baut. Ja, viele machen sich ja hier bauen sich ja hier so ein U rum, machen dann den Wohnwagen hinten dran, da kommen die Stöße hier an. Oder ich habe ja hier eine Aufnahme, seht ihr das? Ich habe mir hier so eine Schelle drum gemacht, selbst so einen Stahl gebogen und bin dann hier an die Achse gegangen. Die Kräfte kommen alle hier an dem Rahmen hinten und da macht ein stabiler Rahmen absolut Sinn. Gut, manch einer macht sich das auch hier ran. Das würde ich hier nicht machen, weil der Rahmen recht klein ist. Und guckt mal, wenn ihr hier unten rangehen würdet, würde es gar nicht funktionieren, weil der Gepäckträger den hier stört. Und wenn ihr es hier oben ran macht, habt ihr hier einen ursten Hebel. Würde ich euch hier nicht empfehlen. Also beim Himiway würde ich hier keinen Hänger hier dran machen. Also nicht an der Sattelstütze hier. Wäre nicht gut. Weil ihr habt, wenn er hier oben rangeht, wie gesagt, einen riesen Hebel. Und mir ist ja bei meinem Einrad schon mal hier der Rahmen gebrochen. Nicht zu empfehlen hier. Aber wie gesagt, ansonsten wirklich ein sehr stabiler Rahmen. Und meiner Meinung nach sehr gut geeignet, um einen Fahrradwohnwagen zu ziehen. Und der Motor, gut, der ist jetzt nicht ganz so bergfest gewesen. Der ist uns ja um die Ohren geflogen. Aber könnte man sich ja auch einen anderen einbauen. Ja. Oder Vorderner ein. Die hätte ich auch. Dürfte aber die 250 Watt Nenndauerleistung nicht überschreiten. Ah, das wäre auch eine Idee. Vorne könnt ihr auch einen Motor einbauen. Guckt mal. Kommt mal mit. Es gibt ja auch die Motoren hier. Für Vorderräder, weil in meinem neuen Wohnwagen, das sind alles Vorderradmotoren für Fatbikes. Wartet mal, gehen mal weiter. Schaut mal, das sind alles Vorderradmotoren, die ich hier dran habe am Wohnwagen. Hier ist mal ein Direktläufer. Den könnte man sich jetzt auch in 26 Zoll bestellen und da reinbauen. Dann habt ihr eine richtige Zugmaschine für den Wohnwagen. Das müsste ich eigentlich selber ausprobieren. Das ist eine gute Idee. Da müssen wir mal schauen. Ja, aber es wäre wirklich eine Idee. Allerdings, wie gesagt, muss man denn die Leistung von dem hinteren Motor reduzieren, um denn rechtlich sauber unterwegs zu sein. Weil, wie gesagt, 250 Watt Nenndauerleistung darf beides zusammen nicht überschreiten. Naja, gut. Machen wir mal eine kleine Testrunde hier. Pelz wie üblich ein schön los, das Teil. Ja, mit dem Korb funktioniert gut. Guck mal, ich habe das Zelt nicht mal festgemacht. Ja, zischt ganz schön los hier. Die Stufen könnt ihr auch einstellen, bis wie weit die unterstützen. Das war auch ein irgendeiner Menüpunkt. Ja, in diesem speziellen Menü, wo ihr den Code eingeben müsst. Ah ja, fährt gut, hat Dampf. Allerdings beim Motor, ja, die Stahlzahnräder sind recht laut. Muss ich mal nochmal spezielles Fett dran machen. Ja, so kann man schön gemütlich lang hin schnackseln. Größter Nachteil, wie gesagt, für mich hier, dass jede Stufe 100% Leistung freigibt. Also ich habe keine richtigen Leistungsstufen hier beim Motor. Deswegen habe ich ja das KT-System nachgerüstet. Da hängt es. Kann ich auch anschließen. Da habt ihr eine richtige Leistungsstufen. Okay, meine Lieben, das soll es jetzt hier vom Himiway gewesen sein. Ja, wenn euch die Produkte gefallen, bestellt bitte über meinen Link. Falls euch das Fahrrad gefällt, auch über meinen Link bestellen. Damit unterstützt ihr den Kanal, da bekomme ich eine kleine Provision. Ja. Okay. Ja, das soll es jetzt hier mit dem Video gewesen sein. Ich würde sagen, wie üblich, fahrt selber raus. Wetter ist gut, auch nicht zu warm. Das heißt, man kann schön Fahrradtouren machen. Ja, wir sehen uns dann im nächsten Video. Ciao, euer Enduro René.